In 2108, humanity began colonizing the stars. Their reach would eventually span a vast region of space known as the Inner Sphere. During its golden age, under the governance of the Star League, the Inner Sphere experienced unprecedented peace, prosperity, and technological advancement. But with a great rise comes a great fall. Beset by greed and mistrust, humanity splintered. The Star League crumbled. Technological advancement slowed. The great houses, each vying for supremacy, turned on one another, engaging in a series of conflicts known as the Succession Wars. Amidst this chaos, mercenaries became the proxy forces for the great houses. Numerous battlefields sprung up across the Inner Sphere, dominated by hulking war machines known as Battle Mechs. The year is now 3015, and these steel behemoths have become the tools of the mercenaries' trade. It's a lucrative time, yet one beset with perils of all kinds. Only the most skilled and brave among them will rise to become legend. Ich glaube, die Torso-Hälfte ist einfach geplatzt. Die Verbindung zu den Raketenwerfern ist kaputt gegangen. Daran lag's. Ja. Ich find's auch immer so schön beim Stalker, wenn er irgendwie Frontschaden genommen hat, dass ich vorne auch richtig schön so die Panzerungsfläche nach hinten weggebogen habe. Ich lade da mal ein. Stimmt. Da ist richtig schön die Nase verbogen. Und sag schon mal Hallo YouTube, weil ab jetzt kann ich dann auch mal wieder aufnehmen, weil wir haben gerade noch eine Mission bei Koto im Spielstand gemacht, wo er länger dran saß. Danke. Das wollte ich jetzt nur mal ganz kurz sagen. Ja, die war lokal einfach so durchgezogen. Ja, richtig. Keine Verluste. Ja. Absolut keine Verluste. Wir sind da männlich reingegangen. Wir sind männlich reingekommen und sind... Hey, luch ich raus. Und dann gebe ich es wieder raus. Drei von vier Max waren noch einsatzbereit. Meiner war auch noch einsatzbereit. Du hättest halt nur mal einen Kabelbinder zwischen linker und rechten Torso machen müssen. Dann ging das wieder. Beide Arme haben auch die Embryonalstellung eingenommen und geheult. Richtig. Schmeißt mir auch eine Einladung an den Kopf. Ach, gerne. Und wo ist meine Permission? Ja, aber ja. Wer war jetzt derjenige, der auch den Daumen im Mund genommen hat? Ich bin sofort wieder da. Ich muss nur mal ganz kurz. Alles klar. Für kleine Mädchen. Ah, es war also doch etwas anstrengender Mission. Verstehe. Und man muss ja mal dazu erwähnen, wie männlich ich ihm gerade da den Endgang auseinandergenommen habe, ne? Richtig. Du meinst, ich war rumgebackt und du einfach Messer ins Kreuz jagen konntest. Ehrlicherweise, genau das war eigentlich mein Plan, aber dann haben sie mir die AC-20 weggeschossen und dann die Zentertorso. Da habe ich gedacht, okay, dann lässt es sein. Wenn die nicht mehr mit dir spielen wollen, dann spielst du auch nicht mit denen. Ja gut, die Entscheidung haben sie dir abgenommen, ob du noch mit denen spielst. Richtig. Aber auf die Ersatzbank. Ja. Aber gut, Pilot hat überlebt, Mission ist geschafft, Koto ist pleite, alles gut. Ja, erfolgreicher Abend. Erfolgreicher Abend. Aber wenn Koto jetzt pleite ist, wie will er dann bitte meinen Einsatz jetzt bezahlen? Das muss ich ja jetzt machen. Aha. Deswegen sind wir ja zu meiner Kompanie gegangen, damit ich jetzt nicht bezahlen darf. Wie viel Geld habe ich? 6 Millionen? Ach, so knapp. Und wieder da. Ich wollte gerade sagen, also... Baby. Ich lasse mich nur in Max bezahlen. Und nichts unter 55 Tonnen. Dann nimm den Wolverine Q mit, den will ich eh nicht mehr. Was? Was hast du gegen Wolverine Q? Mein Problem mit dem Ding ist tatsächlich, dass es hauptsächlich auf einer Seite bewaffnet ist. Und ich drehe meistens den Torso nicht schnell genug weg. Also ich bin selber doof. So. Krieg ich Rechte? Ach, jetzt will er noch Rechte haben. Krieg ich Rechte? Da, ausnahmsweise. So, jetzt nicht mehr. Krieg ich Kekse? Genau, oder? Man kann es ja mal probieren. Du warst gerade in deiner eigenen Kompanie, da hättest du Kekse mitnehmen können. Ja, aber jetzt bin ich deiner. Krieg ich deine Kekse? Wieso ist denn der Stalker beschädigt?
Warum ist er nicht repariert worden? Weil wir noch eine Mission gemacht hatten. Und den habe ich jetzt noch nicht repariert, weil wir einfach noch unterwegs sind. Warum sieht er noch so frisch aus? Der ist doch. Obwohl er beschädigt sein sollte, ja. Ah, wahrscheinlich, weil er gerade frisch geladen ist. Die Farbe ist schon drauf. Die Panzerplatten darunter müssen noch aufgetragen werden. Kennt man doch. Das gute alte Problem. Ach, bitte, 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 hab jetzt eigentlich mal eine UAC. Nicht UAC, sondern eine LBX. Na, ach, die falsche. Es ist aber eine LBX. Ja, aber keine Slug. Wie lange brauchen die Mechs eigentlich zu präparieren? 11, 31. Ja, dann fliegen wir nochmal ganz kurz vorbei bei zu einer Dingsmission. Wie heißt's? Warzone. Bevor wir dann die. Ja, warte, dann. Spielt noch was anderes. Wir mussten eh einen Sprung machen, also von daher ist der Sprung gerade vorbei. Entschuldigung. Das Warte habe ich nicht rechtzeitig gehört. Da. Sucht euch eure Mechs aus. Halt, das klappt natürlich nur, wenn wir. Deine Medium Impulslaser? Ach du Scheiße. Nope. Leider nein. Du musst einen injurten Piloten, glaube ich, noch auswechseln. Ja, das muss ich auch. Ich habe sie jetzt erstmal generell erstmal zusammengesammelt, damit ihr irgendwas machen könnt. So, jetzt könntet ihr, glaube ich, auch auf die Lanze zugreifen. Ja. Weil das war jetzt der Prio-Part. Wie man sieht, die Piloten haben sich ein bisschen gebessert. Leider nicht vollständig auf 59er, 60er, aber ein bisschen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was die alles konnten. Boah. Ach, die Kiste war es, genau. Es ist auf jeden Fall noch genügend Tonnage für jeden da, denke ich. Ja, mehr als genug. Ja. Ich kann noch was Schwereres nehmen. Im Prinzip kann ich auch den Stalker nehmen. Ja. Ich habe jetzt einfach nur den ganzen Mech irgendjemanden zugeordnet, damit die auch reinkommt. Noch schwerer haben wir nicht, ne? Das einzig Schwerere ist der Highlander, der da oben. Ne, den haben wir ja rausgenommen. Den haben wir rausgenommen. Weil er ein bisschen weil kaputt gegangen ist. Ehre sterben lassen. Ja. Nee, dann sind die Stalker tatsächlich die schwersten, die ich da habe. Ja, kannst du mal gucken, ob du den Highlander nicht doch eventuell im nächsten Reparaturhub nochmal. Ja. Zusammenbastelst. Also irgendwas um dieses Bein drum. 5 Panzerungspunkte hat das Bein noch. 4. 4, okay. 4 plus interne. Ja, ich könnte den Rest vom Firestarter nehmen oder so ähnlich. Da rein verpflanzen, ja? Ein Bein vom Highlander und der Rest vom Firestarter. Das heißt, der rennt immer im Kreis, weil hier das eine Bein zu schnell ist. Okay, 41 Tage. Willst du ihn jetzt benutzen, den Penetrator? Nö. Nee, da macht es gegebenenfalls Sinn, dass wir anschließend drüber fliegen zu einem Industrial Hub. Hm. Nee, dann gib mir erstmal, weiß nicht, was ist noch frei? Wie viel Tonnage haben wir denn noch? Wir haben noch 35 Tonnen zusätzlich. Also du kannst alles nehmen bis zu einem 90-Tonnen-Mech, der nicht da ist. Ja, dann gib mir den Orion. Ich weiß nicht, wen er anders hat. Du kannst auch gerne den Grasshopper haben oder wir können. Wie lange braucht. Na gut, 18 Tage bis zum Stalker. Ist der Orion vergeben worden, ja? Den Orion habe ich dir jetzt gegeben, ja. Ach, super. Ja, hätte ich wieder Skypes jagen gehen.
mache gute Headshots. Vor allem bei den schweren Mechs, weil wir können 26 Punkte mitnehmen. Jawohl, mein Imperator. Jens, mein Schüler. Alles gut, Papi. We have friendlies under assault from hostile forces. Rechts von uns. Die kann ich sogar noch direkt angegriffen. Oh, was hast du mir denn da gefittet? Da muss man mal die ganzen Arschlöcher umbringen da. Oh, Ossis, man muss sie einfach hassen. Sagst du was gegen Ossis? Nein, nein. Gut, hier ist glaube ich keiner oder so. Wir brauchen keine Rücksicht nehmen auf die... Nein, wir brauchen auf die Basis keine Rücksicht nehmen, deswegen... Stirb, Basis, stirb! Imperativ, imperativ! Sterbi? Sterbi, Basis, Sterbi! Ja, ich glaube, der Müll ist auch. Deswegen, also, Dirty Perk von von Schweizer muss auch unheimlich super sein, ne? Verdammt, da passe ich nicht durch! Oh, wo ist der Platz? Ja, ich bin ja schon weg. Ja? Der platzt. Also durch die Gebäudelücke noch ein. Der platzt auch. Wunderschön. Aber wir sollten den Ort hier, glaube ich, beschützen. Lass es machen. Ja, ja. Wir beschützen ja auch. Wir bewahren ihn vor Schäden. Oh, sorry. Ich wusste nicht, dass du da stehst. Mhm. Was bist du denn? Tot ist der. Ja, bitte. Alter. Tatensaal. War's, glaube ich. Ah, da sieht man mein gutes Aiming. Hast du das nicht? Nee. Mit wem hatte ich mich denn über die Herkunft von Camacho unterhalten? Oh ja. Oh ja. Und Orion. Ja. Lass ihn mal rankommen. Suche ich mir hier schön Sniper. Über die Herkunft von was? Es gibt hier im Spiel gibt's einen Captain Camacho. Hm? Das Pancho? Camacho. Das Pancho. Der, wenn man sich die Bücher anguckt, ist der Name sogar tatsächlich bekannt. Ehrlicherweise, das ist zu lang her für mich. Man muss halt wissen, Kamatus, beziehungsweise die Söldnereinheit, aus der er kommt, sind halt dafür bekannt, dass sie nicht gerade die besten Schützen sind, aber dafür begnadete Piloten. Also was Steuerung angeht. Muss ich gerade wirklich an dich denken. Schießen kann er nicht, aber... Das ist genauso wie ich. Lenken. Hm? Ich bin ja auch nicht dafür bekannt, dass ich ein guter Captain bin, oder was? Doch, Captain, der Beste. Dreh dich doch um, du Drecksding. Was? Wir wissen, das ist ein SRM-Carrier. Oh, direkt vor unserer Nase. Hi. Hier, in dem Hollywood. hier. Auf jeden Fall direkt vor mir gelandet, ey. Merke, nicht durch Blackies Seite durchlaufen. Hinter mir. Ich glaube, der mag mal noch mit dem Kopf. Ach, wie süß, ein Heuschreckchen.
Ja, dann schrecken wir mal die Heu, wa? Heu, Heu, Heu! Und im selben Moment, das Angel kommt die LSR vor mir runter. Ja, das ist... Zicke, zacke, zicke, zacke, boom! Boah, KI, wenn du jetzt nicht aufhörst, auf mich zu schießen, dann schwöre ich dir, jage ich dich hoch. Wer ist ein guter Mech, hätte ich gesagt. Salvage. Das wäre doch geil, wenn man das Date doch salvagen könnte. Ja, wie gesagt, wer ist ein guter Mech, aber wer will bitte schön den Zikada? Hinter uns? Also hinter euch? Ah, okay. Ja, alles klar. Grüß mir die Sonne. Ich sag doch, selbstgemachte Sonne ist die beste Sonne. Da kommt eine Spider. Spider-Man, Spider-Man. Und die Ecken kommen. Die Spiders will ich. Da so bitte rot weg. Da kommt ein Griffin. Ja, ich habe die Spider ausnahmsweise mal getroffen, glaube ich. Raketen sind unterwegs. Ich glaube, ja, das war gerade mal eine Chaos, die den Torso da zerlegt hat, aber naja. Ja, oder gar nicht aus. Du willst doch nur extra Kekse. Streiten wir nicht drüber. Dahinter ist ein Hanspeck 4P. Scheiße, der mit den Lasern. Mhm. Ja. Der Ohrlaser. Den hab ich ja richtig hassen gelernt. Welche Laser? Battletech. Oh ja. Das war mein Lieblingsback in Battletech. Ja. In der Gewichtsklasse. Ja. 50 Tonnen einwandfrei. Besuch? Zwischen uns? Also. Ein Centurion, ein Black Knight. Und ein Zentrum. Was stimmt denn nicht mit euch? Ich habe euch doch noch gar nichts getan. Noch nicht, noch nicht. Ah, scheiße. Fast im Becken auf dem Köpfchen. Aber nur fast. Ja, ich habe keine Center mehr. Ich habe kein Center mehr. Dann halt ihn zurück. Ja, bin ja schon dabei. Die Begrüßung beim Becken. Ich hatte ihn gerade echt in der Hand, um danach zu sorgen. Den Becken bitte in Ruhe lassen. Ich versuch. Er ist gut. Ha? Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Centurion kommt als nächstes dran. Ich hab versucht, ihn zu köpfen, deswegen. Nimm den anderen, ja, der Centurion ist fast weg. Ja, das sind zwei Centurions. Achso. Der kaputt gegangen ist, war mein Ziel. Ja, meiner auch. Jetzt der andere. Er mag mich gerade sehr gerne. Der ist auch weg. Wir sollten raus, wir sind alle nicht mehr ganz frisch. Ach, eben. Ja, bis. Ja. Ich wollte gerade sagen, bis auf unser Artillerie-Mack da hinten. Wenn der viel Schaden hat, dann haben wir was falsch gemacht. Ja, oder nur noch ein Mac. Das kann man korrigieren, Moment. Wer gibt da meine hart verdienten Säbels aus, die ihr verdient habt? So, da müssen wir hin. Wie gut, dass er sich nicht mit der LSR bei mir revanchieren kann. Moment. Target destroyed. Was? Hold my beer. Challenge accepted. Nächste Mission werde ich so leiden, glaube ich. Dreh uns nicht den Rücken zu. Schade, wir kriegen nur den Griffin. Ich hätte auf den Black Knight gehofft. Nenn es erzählen. Tier 4. Ja. Und 1000 AC5er BFs. So, wer hat den meisten Schaden gemacht? Nicht ich, schade. Ich glaube, ich habe was getroffen. Ich hab nicht geguckt. Du warst doch gar nicht in der Nähe. Tja. Ja, weil ich wieder auf Kopfgeldjagd war. Ja, du hast genau das getan, was man von dir gewollt hat. Gesnackt, wie ein wahrer Held. Ja, du hast was getroffen, du hast am wenigsten Schaden. Ich weiß nicht, Artillerie-Mech steht dir. Meinst du mich jetzt? Hm? Nee.
Ich glaube, ich war gemeint. Ja, du bist mit deinem Artillerie-Mac bisher ja so die grobe Kelle und ich als Sniper bin dann so der Feinmechaniker. So. Den Griffin verkaufe ich gleich. Feinmechaniker, ja. Mit einer Gauss. Mhm. Ja gut, im Grunde bin ich ja auch ein Sniper, nur dass ich 40 Projektile auf einmal schieße. Also ein Raketenwerfer als Sniper zu bezeichnen, ne? Das ist schon... Ja. Ja. Das sind Streams, also von daher, also Stream-Raketenwerfer, die können gut Sniper. Weißt du, wenn jeder Schuss von ihm mindestens ins Cockpit gehen würde, ne? Dann würde ich ja nochmal drüber nachdenken. Aber jeder Schuss trifft den Mac. Von daher. Da also wenn das die Voraussetzung für Sniper ist, ne? Also Leute, repariert und baut um. Aus der Entfernung.